Hey ho, meine Lieben! Willkommen zurück in der Weihnachtsküche. Nein, nix Bäckerei, Küche. Ja, und was machen wir heute? Eine leckere Gänsebrust. Fast hätte ich Entenbrust gesagt. Gänsebrust! Manu macht sie im Übrigen. Ich wollte sie ja zuerst in der Heißluftfritte machen. Dann sagt Manu zu mir, nee, die macht sie in der Krokotte. Gut. Richtig. Bitteschön. Dankeschön. Wir gucken ihr auf die Finger und gucken zu, wie sie uns das Teil zubereitet. Dazu gibt's was? Rotkraut und Klöße. Lecker. Gut. Attacke. Auf in die kleine, aber feine Küche. Ja. So Leute, die kleine, aber feine Übersicht. Was haben wir alles? Ich sehe mal Salz, Pfeffer, Paprika. Knoblauch, Zwiebeln, Hühnerbrühe hast du gesagt? Genau, Hühnerbrühe. Die Gänsebrust, ein bisschen an Rotwein für Sößle, gehe ich mal davon aus. Genau. Butterschmalz und ein bisschen Gemüse. War das das, was du selber, geschnitten hast? Ja, genau. Gestern noch. Also selber geschnitten, nichts gekauftes. Suppengemüse, genau. Ja, geil. Für die Soße. Gut. Ja. Dann wird das Ding nachher auch knusprig. Sonst müssen wir es doch noch überbacken im Heißluftgrill. Können wir auch hinterher machen, wenn es fertig ist. Ja, ja, genau, so machen wir das. Manu darf jetzt alleine weitermachen, erst einmal. Und ja, bitteschön. Dankeschön. Und wir sehen uns gleich am Herd. Ach, das ging aber schnell. So, in der Krokotte, ne? Ja. Habe ich jetzt ein bisschen Butterschmalz reingemacht. Jetzt machen wir den Herd an. Aber Leute, noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr könnt das genauso gut in einem Dutch-Ofen machen. Auf dem Grill, auf der Holzkohlen. Aber wir sind eben noch zwangsgebunden an die Küche hier. Und naja, hier kann man halt auch die Temperatur ganz genau steuern. Aber das geht ja in einem schönen Kugelgrill auch. Und schauen wir mal, wann wir uns dann nicht mal wieder in einem Kugelgrill-Video sehen. Ich bin gespannt. Aber jetzt sehe ich schon, Salz, Pfeffer, Paprika schön gewürzt. Ja. Reicht vollkommen. SPP. Warum rede ich jetzt schon wieder? Ja, du bist ja auch dabei, mein Schatz. Nein, ich hocke am PC. Tschüss, ich gehe wieder. Wir warten, bis der Butterschmalz ein bisschen warm geworden ist. Dann tun wir die Gänsebrust anbraten. Dann sehen wir uns wieder. Der Butterschmalz ist jetzt schon warm geworden. Jetzt tun wir die Gänsebrust. Schön anbraten. Von allen Seiten. Und dann sehen wir uns wieder. So, die Gänsebrust habe ich von beiden Seiten schön leicht angebrutzelt. Angebraten. Jetzt kommt sie bis auf die Seite. Hier ist schön das Butterschmalz drin, von dem Aroma von der Gänsebrust. Jetzt machen wir das Suppengemüse hier rein. Und auch schön anbrutzeln, anbraten. Jetzt in der Zeit habe ich denn die Zwiebeln geschnitten und jetzt auch mit dazu. Und den Knoblauch nicht vergessen. Und das wird jetzt schön angebraten, das Gemüse. Dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Schritt. So. Tomatenmark habe ich ein bisschen vergessen zu sagen. Jetzt machen wir Tomatenmark noch ein bisschen rein. Zum Gemüse. Auch schön angeröstet.
jetzt wird ein bisschen abgelöscht mit Rotwein. Ich wollte dir nur sagen, dass es schon wieder verboten gut riecht. Ja, das ist schön. So, jetzt machen wir noch die Gemüse, Hühnerbrühe mit dazu. Ein bisschen Wasser, ein Schluck Wasser noch. Ganz leicht aufköcheln lassen. Jetzt geben wir die Gänsebrust wieder dazu. Gucken, wie ich sie am besten. Und die geht jetzt für eine Stunde in den Backofen. Mindestens in den Backofen. Und nach gucke ich immer nach dem Wasserstand, dass es nicht so trocken wird. Wird halt ein bisschen abgeschmeckt mit Pfeffer und Salz und ein bisschen Paprika und so. Dann sehen wir uns wieder. Oh, lecker. So circa 1,5 Stunden, irgendwas um den Dreh rum, war sie jetzt drin. Jetzt kommt sie raus und kommt dann direkt aufs Blech und wird noch schön übergrillt. Genau. Und gerade eben hat Spatzel noch gesagt, ich darf noch die Soße ankündigen. Also sie wird jetzt die Soße machen, dazu stelle ich die Cam dann wieder rüber. Und ja, das Ganserl oder die Gänsebrust kommt dann jetzt im Backofen mit Grillfunktion und fertig ist sie nachher dann. Stell mal Cam wieder rüber. So, die Soße ist fertig. Jetzt tun wir sie in ein Sieb rein, in einen kleinen Topf und tun die Soße jetzt passieren, genau. So, meine Gabel. Das Gemüse ein bisschen drücken und so mache ich das mit der kompletten Soße, mit dem Passieren und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die fertig ist. So, die Soße habe jetzt komplett passiert. Sieht die nicht toll aus? Richtig toll. Jetzt wird die noch ein bisschen aufgekocht, wird noch ein bisschen abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. In der Zwischenzeit mache ich schon die Klöße vorbereiten und den Rotkraut. Ein bisschen Knoblauch können wir auch noch ein bisschen zumachen. Ein bisschen Knoblauch, Gewürz, Granulat. So. Jetzt kann die Soße noch ein bisschen köcheln, dass sie ein bisschen andickt. Und dann geht es dann weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt dicken wir ein bisschen die Soße noch ab mit Wasser und Mehl. So Leute, und jetzt werde ich hier mal versuchen, experimentell die Entenbrust zum Zerlegen.
ja, ein bisschen knuspriger hätte es sein können. Ansonsten legen wir sie noch mal rein. Also ich habe keinen Plan, wie man eine Entenbrust zerlegt. Gänsebrust. Oh. Weißt du es nicht, mein Schatz, wie das geht? Nö. Warum soll ich alles immer wissen? Aber ich glaube, die legen wir noch mal rein. Mache jetzt den Knochen weg. Irgendwie. Da hängt auch noch einer drin. Oh, Leute, ist das ein Drama. Ah ja. So. Ich habe doch keinen Plan von sowas. Ich drehe durch. Hast du es bald da drüben? Da ist noch irgendwo ein Knochen. So, jetzt. Ah, dann dauert der Knochen. Ach, so. Leg dieses Objekt der Begierde. Oder warte, ja. Ich hasse es. Schnitt, Cut. Ich mach das jetzt in Ruhe. So, zweites Teil. Und nie wieder kaufe ich so ein Teil mit, ja, am Knochen. Aber. Mhm. Oh. Mhm. Lecker schmecken tut es schon mal. Tja, Leute, hier haben wir es jetzt nun. Ich habe mir jetzt erst einmal bloß die Hälfte von der ersten Brust genommen. Und machen wir erst einmal schön das Probiererle. Jo, eine Gänsebrust mit Soße. Die Knödel. Leute, ich liebe einfach diesen Teig in diesen Folien, den verpackten. Der ist absolut klasse und warum sollte man den nicht nehmen? Spart man sich so viel Arbeit. Und das Rotkraut. Mmh. Richtig, richtig geil. Und dazu zum Rotkraut muss ich jetzt noch was sagen. Ein anderes Video wurde kommentiert, wie könnt ihr Rotkraut aus dem Glas nehmen? Hallo? Haben deine Großeltern, Urgroßeltern ihr Rotkraut in Tupper-Geschirr oder in Plastikschüsseln eingemacht? Ein Rotkraut aus dem Glas ist genau richtig. Das wollte ich bloß einmal noch loswerden. Tja, in diesem Sinne werden wir jetzt in Ruhe schön essen. Mmh. Spatzel schneidet gerade die andere Brust auf. Und danach sehen wir uns dann zum Fazit wieder. Gib mal gerade den Teller her, so wie er ist. Also, das zeige ich euch jetzt noch schnell. Wunderbar zum Aufschneiden und ein bisschen knusprig ist es auf alle Fälle noch geworden. Gut, wir gehen essen.
und wir sehen uns dann nachher nochmal. So Leute, na Hallöchen, dann kommen wir noch zum Fazit. Du darfst anfangen. Das Essen war richtig lecker. Genau. Und wie war meine Soße, mein Schatz? Die Soße war hervorragend lecker. Das ist schön zu hören. Rotkraut liebe ich ja sowieso. Knödel super. Und die Gänsebrust war auch hervorragend. Rundum ein gelungenes Menü. Und bevor jetzt wieder irgendeiner blöd kommentiert, warum so wenig, so wenig? Uns hat es vollkommen gereicht. Ja. Es ist fast nichts übrig geblieben. Wir können morgen wieder was anderes machen. Richtig. Jo. Und darauf ja, kam es mir auch an. Deswegen auch bloß ein kleines Gänsebrüstlein. So sieht es nämlich aus. Genau. Ja. Fleisch haben wir weggeputzt. Knödel ist noch ein bisschen was da. Soße ist noch ein bisschen was da. Und ich glaube, ein Löffel Rotkraut. Ja. Ja. In dem Sinne. Leute, ich weiß nicht, ob wir jetzt dieses Jahr noch ein Video fertig kriegen. Ansonsten sehen wir uns in der Livestreams. Und in der Videogeschichte sage ich jetzt einmal schon tschüss. Guten, also, einen guten Rutsch. Ja. Und ein frohes neues Jahr. Und es sollte nochmal ein Video kommen, dann sage ich das halt nochmal. In dem Sinne, Tschaikowski. Tschüss.